Harry Buchmeier von den Sozialdemokraten ist als Nächster am Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Haus, der einstimmige Beschluss im Umweltausschuss zum Thema Palmöl, billiges Fett mit teuren Folgen, ist sehr erfreulich. Palmöl ist zu Recht in Verruf geraten, so steht es stark in Verdacht an der Entstehung von Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes beteiligt zu sein. Grund dafür ist die Entstehung von Glycidylfettsäuren, Ester, beim Erhitzen über 200 Grad Celsius, beziehungsweise der hohe Gehalt an gesättigten Fettsäuren. Folgen davon sind die Bildung von Tumoren beziehungsweise eine Verschlechterung der Blutfette. Dadurch steigt das Risiko für Gefäßverkalkungen und Diabetes. Palmöl ist in sehr vielen Produkten enthalten. In Margarine, zum Teil in Butter, Keksen, Babynahrung, Brotaufstriche, Schokolade, Fertigsuppen und vielen Fertiggerichten. Zu den gesundheitlichen Risiken durch Monokultur sind laut WWF massive Schäden an Umwelt und entwicklungspolitische Nachteile nachweisbar. Besonders schockierend auch Berichte über Zwangsarbeit von Erwachsenen und Kindern in Ölpalmplantagen. Daher kann ich diesen Antrag voll und ganz unterstützen und freue mich über den Konsens über alle Parteien. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, nachdem dies auch für mich heute mein letzter Tag im Parlament oder in einer Nationalratssitzung sein wird, möchte ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Es gäbe durchaus einiges zu bemerken, weniger Positives, aber auch sehr viel Positives. Das unterlasse ich tunlichst zu dieser Zeit. Doch eines ist mir schon ein Anliegen. Bei den Grünen möchte ich mich entschuldigen für den ein oder anderen durchaus sinnvollen Vertagungsantrag. Und an die ÖVP möchte ich sagen, man ist wirklich für alles verantwortlich, was man tut, aber genauso verantwortlich für das, was man nicht tut. Ich danke Ihnen allen, wünsche Ihnen allen in Zukunft das Beste. Dankeschön. Eine weitere in einer langen Reihe von Abschiedsreden am heutigen letzten Nationalratstag vor der Wahl. Harry Buchmeier von den Sozialdemokraten hat sich hier vom Hohen Haus verabschiedet.